Ja, hallo und herzlich willkommen. Und ihr seht schon, es war auch im Titel ersichtlich. Und zwar, es war eben noch ein anderes Spiel. So, und zwar ist es so, dass wir den Multiplayer aktuell ersetzen durch Forza Horizon 2. Liegt einfach daran, ich habe es jetzt gerade aktuell gekauft, habe mega Bock drauf, es macht mega Laune und ganz ehrlich, es ist momentan das wohl geilste Spiel ever, also zumindest was Rennspiel und Grafik angeht, denn Forza 5 sieht schon verdammt geil aus, muss man wirklich sagen, aber hier bei Forza Horizon 2 wird definitiv nochmal eine so dermaßen große Schippe an Grafik draufgelegt, Open World mit Wetter und allem drum und dran, dass man den Eindruck hat, man spielt ein fotorealistisches Spiel. Und zwar das, was wir hier sehen, da rechts und alles und der ganze Hintergrund, das ist alles die Spielgrafik. Das konnte man schon in der Demo erkennen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bei den ersten Runden Rennen, wo man dann durch die freie Wildnis mehr oder weniger fährt, ich war total baff. Das ist absolut der Hammer. Es ist einfach so geil, dass man einfach irgendwo parkt teilweise am Rand. Genau, richtig, sehr schön. Und das können wir auch so lassen. Und sich das einfach nur anguckt und die sich denkt, verdammte Scheiße, sieht das geil aus. Ja, und es ist Hammer. Ihr werdet es gleich selber sehen. Es ist wirklich atemberaubend und ich kann es jedem nur nahelegen. Der Rennspiele mag, holt es euch. Es gibt so unheimlich viele verschiedene Autos, so extremst viele Rennen. Also es ist ja, wie man schon kennt von Forza Horizon, dem ersten Teil von der 360, unheimlich vielseitig das ganze Spiel. Und ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß damit aktuell. Doch. Ich habe jetzt ja Need for Speed Rivals umsonst bekommen durch diesen EA Access. Das ist ganz okay. Das macht Laune, aber hier ist halt auf jeden Fall noch besser. Open your eyes. Genau, wir lassen uns das Intro mal auf uns wirken. To the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the back seat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. Fantastische Nachrichten. Die PR für das Horizon Festival hat sich total ausgezahlt. Beim Hafen werden viele Leute sein, um die Autos zu bewundern. Also, rase nicht von der Fähre runter. Wenn du auf der Straße bist, kannst du dann Gas geben. Wir fahren ins Landesinnere und treffen uns heute Abend beim Festival. Kein Rennen dorthin, aber du willst doch sicherlich nicht als Letzter ankommen, oder? Bevor wir starten, möchte ich euch danken, dass ihr mir helft, die Autos zum Horizon zu schaffen. Glaubt mir, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Das wird der Sommer unseres Lebens. So, und damit sind wir dann direkt schon im Spiel geschehen. Ich bin jetzt absichtlich ein bisschen länger ruhig geblieben. Nicht, dass der eine oder andere sich wundert, weil es halt einfach so stimmungsmäßig geil ist, muss man wirklich sagen.
Es macht so viel Laune. Dieses Intro alleine hat schon so viel Bock auf das Spiel gemacht, dass ich es kaum abwarten konnte. So. Wir können zurückspulen, aber möchte ich nicht. Unser Auto nimmt momentan aktuell sowieso keinen Schaden. Wir wollen einfach mal ein bisschen das genießen. Und wenn man das jetzt hier schon sieht, den Detail gerade rechts der Klippen, mit allem drum und dran, geil, oder? Also kann denn ein Spiel, wenn das da vor uns seht, auch da links unten zum Bleistift, wenn ich den fast hinten drauf fahre, kann denn ein Spiel noch geiler aussehen? Also so, dass es noch aussieht wie ein Spiel, das dazu, ne? Also man erkennt es noch ganz eindeutig als Spiel, aber stellenweise von der Landschaft her, finde ich, hat es schon wirklich einen fotorealistischen Charakter. Und es macht so unheimlich viel Spaß. Es rockt einen so weg. So. Musik ist übrigens echt geil. Es gibt, ich habe angefangen mit 3 verschiedenen Radiosendern und dann auf einmal kam unerwarteterweise ein 4. hinzu. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch mehr Radiosender gibt, zumindest die Radiosender, die es da gibt, sind absolut in Ordnung. Für allen möglichen Musikgeschmack war es dabei. Natürlich relativ elektronisch geladen, das Ganze, wobei einer dabei ist, der etwas rockiger ist. Also Jane's Addiction zum Beispiel wird da gespielt. Ansonsten, ich muss sagen, ich persönlich bevorzuge den Pulse. Das ist irgendwie so, ja, das gefällt mir am ehesten aktuell. Hier ist Ben. Ah, okay, hallo Ben. Ja, ist geil, ne? Ui, Scheißendreck. Da spuren wir mal lieber zurück. Das war ein bisschen arg heftig. Das kann man übrigens auch machen, während des Rückspulens kann man sich das hier gerne so angucken. Man könnte jetzt auch den Fotomodus machen. Ach ne, hier an der Stelle leider nicht. Ah, schade. Das ist echt doof. Ja, das wäre richtig cool, wenn man in dem Moment, ja, müsste man Start drücken, wenn man so einen Unfall macht. Ja, ja, ich versuche es. Ich fahre den Typen hier hinten drauf, weil das wird zu langsam. Mit seinem Königseck da. Ist übrigens vom Auto kaufen her ähnlich wie bei Forza 5. Da ist es ja auch gewesen, dass die Autos verdammt teuer waren. Hier geht es noch. Also ich muss sagen, man kriegt gute Karren auch schon für wenig Geld. Aber man sollte nicht erwarten, dass man irgendwie den McLaren P1 dann irgendwie für ein paar Tausend bekommt. Also der kostet immer noch ein paar Millionen. Es gibt echt alles an Karren. Es gibt vollen Geländewagen bis hin zu Oldtimern, bis hin zu normalen Familienkarren und Supersportwagen. Gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Wenn ihr dann unbedingt der Meinung seid, ihr wollt mit eurem alten Audi A4 Quattro durch die Gegend heizen, dürft ihr das gerne tun. Genauso mit irgendwelchen anderen alten Karren. So, wir kürzen ab. Ich bin sowieso immer derjenige, der das gerne nutzt. Und wir sehen es, wenn ihr so ein bisschen auf die Landschaft achtet, wie es sich verändert. Hammer, oder? Und hier alleine schon, es sieht so episch aus. Haben wir mal kurz Tag-Nacht-Wechsel dabei. Live vom Horizon Festival, wo die Autos gerade einfahren, die Party begonnen hat und alle Hände in der Luft sind. Na los, kommt alle her. Oh, what? Spam. Weg mit dir. Ja, ist klar, das ist Nacht, wird denn. Das ist ein Festival nachts. Das ist viel geiler wie ein Feuerwerk und so gedöhnt. So, dann sind wir schon gleich da. Sehr gut. Na komm schon, los. Nein, dann hab ich mehr gekriegt. Wir sind angekommen. Ja, da gibt es aber schon erst Erfolg. Man ist anfangs sogar relativ erfolgsfreudig, ja, mit der Vergabe zumindest. Es ist nicht so, dass man irgendwie 100 Erfolge bekommt, sondern so, oh, 10, hier gibt es mal 20, da gibt es mal 25. Ist ganz in Ordnung, es hält einen so ganz gut bei Laune. Da hinten sehen wir den neuen McLaren. Geile Karre. Also was meinst du? Perfekte Mischung aus Musik und Maschinen, stimmt? Es hat ja nicht lange gedauert, was? Aber es hat sich gelohnt. Der Typ hier unten links, den man gerade gesehen hat, mit diesem olivfarbenen Shirt, das sind wir. Also nicht der da vorne, das ist, ich glaube, das ist dieser Ben, der die ganze Show leitet und uns die ganze Zeit anquackelt. Yeah. Jetzt hätte sich schon fast die Facecam gelohnt, weil ich hier voll gerade so am Updancen bin, neben meinem Mikro. Ja, es ist halt, das Spiel macht Laune, definitiv. Ich kriege auch gute Laune bei dem Spiel, das ist echt verwunderlich. Ich glaube, wenn ich schlechte Laune habe, sollte ich in Zukunft das immer spielen. Danke für deine Hilfe gestern. Gerne. Wenn ja nicht alle Autos auf einmal fahren, stimmt? Ja, das ist klar. Du hast mir einen Gefallen getan. Jetzt yep. Tue ich dir einen. Cool. Du brauchst ein Auto, um durch die Horizon-Vorläufe zu kommen. Das könnte sein. Such dir von diesen eins aus. Yes, sehr schön. So,
ich habe persönlich den Z4 gewählt, den Mercedes Durchschnittsnummer. Mercedes sag ich schon, BMW. Ist ganz in Ordnung. Muscle Car wäre natürlich auch ganz gerne, einen alten Chevy. Reisschüsseln bin ich nicht so der Fan. Also Toyota geht noch. Was gar nicht geht, ist Nissan. Mal kurz was trinken. Die ganze Fahrerei hier macht ziemlich durstig in der prallen Hitze hier. Ich weiß nicht, was wir nehmen wollen. Also, das Muscle Car wäre schon was. Ne? Das könnte man machen. Wir könnten aber wirklich sagen, wir nehmen wieder den BMW. Wobei ich sage, komm, wir nehmen einfach mal das Muscle Car. So einen schönen alten Chevy. Und man sieht es hier schon. Ne? Also, klar, es ist hier und da mal so ein bisschen Treppchenbildung. Das hatte man bei Forza 5 auch. Aber insgesamt doch echt eine atemberaubend geile Grafik. Das sieht man auch im Autosalon zum Beispiel. Und die, also man muss ja sagen, wirklich Autos super geil. Landschaft und alles mit den Teils, die es da gibt. Also ich bin echt fasziniert, was man halt in dieser Generation schafft. Eine echte Schönheit. Ja, das stimmt. Ich habe schon scherzhaft gesagt, wenn das in dieser Generation schon am Anfang, denn wir sind ja immer noch am Anfang dieser Generation, schon so geil aussieht, wie sieht es erst am Ende aus? Beziehungsweise, wie sieht es aus, wenn die Nachfolgegeneration in zig Jahren natürlich dann mal erscheint? Dann wird es ja wirklich fotorealistisch wohl sein müssen. So, er hat uns gerade darum gebeten, das erste zu aktivieren. Ich kann die, glaube ich, noch nicht rumscrollen. Nein, aber das ist zumindest ein ganz, ganz kleiner Abschnitt. Na los, setze dir eine Route zur Horizon-Vorlaufveranstaltung, indem du sie auswählst. Alles genau, klar. So. Wir sehen uns dort. Gerne. Eins habe ich noch vergessen. Ach ja, oh. In all unseren Autos sind die drei Radiosender des Festivals schon. Ah ja, da spricht Horizon das an. Horizon Base Arena, Horizon Access und Horizon Pulse. Ich bin eher dieser Pulse-Typ. Ah, satter Sound. So, wir können übrigens die Kameraperspektive wechseln. Uns natürlich frei umgucken hier, ne? Das kennen wir ja schon. Na, da am Abdancen. Es ist übrigens auch neben der Strecke extrem viel los, ne? So. Schöne Karre, ja, die lässt sich doch mal gut benutzen. Hier ist es wirklich so, dass ich bei dem Spiel, ich mache das eigentlich ungern. Ich fahre eigentlich immer Cockpit-Perspektive, wenn es die Möglichkeit gibt. Außer bei Need for Speed, da war das halt scheiße, weil es gab eine innere Perspektive. Aber normalerweise halt immer Cockpit. Hier ist es seit langem das allererste Mal, dass ich externe Ansicht gewählt habe. Einfach, weil man da noch viel mehr von der Landschaft sieht und das noch viel besser genießen kann. So. Das mit dem Blitzern ist ja auch altbekannt. Was ich ein bisschen vermisst habe, war der Boost von Need for Speed. Ich habe die ganze Zeit am Anfang immer A gedrückt. Bis ich dann festgestellt, oh scheiße, das ist die Handbremse. So, man kann ja schön querbeet ein, querfeld ein, Entschuldigung, durch die Gegend hacken. Yeah. So. Um dich für ein Rennen so ein geiles Geschoss, ey. Vorfahren und deine Meldung bestätigen. Jo, dann tun wir das doch mal. Ich finde auch immer so ein Spiel steht und fällt mit der Musik. Rennspiel ohne gute Musik sind kacke. Deshalb ist Forza auch auf Dauer so ein bisschen. Ne? Also ich muss sagen, es macht Spaß. Woran es aber bei Forza 5 zum Beispiel hapert, definitiv die Streckenanzahl. Und für mich, die Autos sind zu teuer. Wenn ich ein Rennspiel habe, will ich mir laufend Autos kaufen können. Also nicht, dass ich die hinterhergeworfen bekomme, aber dass ich sagen kann, okay, ich muss vielleicht auf ein richtig, richtig gutes Auto vielleicht 2, 3 Meisterklassen sparen. Ja, das macht sonst keinen Spaß. Wenn ich dann irgendwie das ganze Spiel durchspielen muss, 2, 3 Mal, bis ich mir ein Auto leisten kann, habe ich keinen Bock drauf. Ja, zumal ich es halt auch geiler finde, so wie früher zum Beispiel PGR oder sowas, wo man halt auch Autos geschenkt bekommt, wenn man irgendwie was gewinnt oder irgendwelche Herausforderungen schafft. Das hat bei Forza alles gefehlt. Hier gibt es diese ganzen Möglichkeiten. Klar, Autos sind immer noch schweineteuer, man kann immer welche gewinnen, man kriegt welche geschenkt und es gibt überall immer irgendetwas. Achso, Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt gar nicht angepasst. Verdammte Axt. Sollte eigentlich nochmal sein, warte mal, können wir das hier... Wenn ich neu starten, wir machen kurz neu starten, weil ich will das mal anpassen, weil ich glaube, da ist am Anfang irgendeine Fahrhilfe drin und ich mag Fahrhilfen nicht so ganz.
Genau, so. Ja, Mittel. Fahrhilfen sind standardmäßig aktiviert. Ja. Aktivieren fallen ihre Gewinne höher aus. Richtig, ich weiß. Aber die Steuerung ihres Autos wird schwieriger. Das ist klar. So, und zwar möchte ich nämlich simulationsbedingt die Steuerung haben, denn ich will nicht irgendwie da was verschönt haben. Ich will nur die Bremshilfe, das ist angenehmer. Und ich möchte wirklich Simulationsschaden haben. Und Reifenabnutzung. Zu schwer beschädigt werden, um zu fahren. Ja, das ist dann halt so. Können Sie von der Karte mit der Schnellreise zum Horizon Fuhrpark gelangen? Sehr schön. Was man noch anmachen kann, wäre das hier. Ne, also, wir sehen es auch in schwierigen Kurvensituationen, die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten. Beim ersten Anzeichen an Übersteuern bremst das System einzelner Räder. Wenn Sie diese Pfeife ausschalten, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad. Ich aktiviere die. Wir sehen, es macht 10 Prozentpunkte aus, ist aber immer noch im Endeffekt höher, als wir es vorher hatten. Liegt einfach daran, Stabilitätskontrolle macht gerade bei den, wie zum Beispiel bei diesem Muscle Car oder wenn man zum Beispiel einen Hecktriebler hat, macht das unheimlich viel aus. Die werden, sonst wer zum Beispiel Forza 5 gespielt hat oder die Vorgänger, der wird mir dazu stimmen, dass ohne Stabilitätskontrolle gewisse Autotypen einfach schon ein sehr hohes Maß an Fahrkönnen verlangen. Auf einer Rennstrecke oder auf Rennstrecken, wie das bei Forza 5 oder den Vorgängern zum Beispiel der Fall ist, kann man das durchaus ausstellen. Da macht das gar kein Problem, wenn man zum Beispiel mit dem Ford GT langhakt, ohne Stabilitätskontrolle, ohne Traktionskontrolle. Das ist alles dann nicht gar nicht so schlimm, wenn man sich mit dem Auto ein bisschen auskennt, beschäftigt hat und es auf sich abgestimmt hat, macht das durchaus Laune und macht auch Sinn. Aber hier, wo man wirklich auf normalen Landstraßen langhakt und quer durch die Butnik auch jagen muss teilweise, ist es durchaus zu empfehlen, die Stabilitätskontrolle und die Traktionskontrolle anzulassen. Also ich persönlich kann es nur empfehlen. Wenn einer der Meinung ist, hey, ich zock auf Level Asian, dann kann er das gerne natürlich einstellen. Da gibt es auch dementsprechend, ich zeig's nochmal ganz kurz, für die Hartgesottenen gibt es natürlich auch den verrückten Schwierigkeitsgrad. Ne? Da hat man dann sogar noch eine Kupplung, die man treten muss. Ja, das kann man machen, muss man aber nicht. So, wir werden erstmal kurz hier wieder das auf, dann das alles einstellen. Man könnte es auch ganz ausstellen, aber ich muss sagen, wenn man doch ein bisschen die Hilfe hat, dass man weiß, ob man ja zu schnell oder zu langsam ist, dann ist das eigentlich auch ganz gut. So, das passt alles wunderbar, dann starten wir jetzt dann okay, doch endlich das Rennen. Nicht ganz funktioniert. Was? Wirst du es schon schaffen. Ich weiß jetzt nicht, worauf er anspielt, wahrscheinlich, weil wir das einmal neu gestartet haben. So, definitives Ziel ist immer erster Platz, ne? Also, ich muss sagen, mit dem BMW hat das ganz gut geklappt. Den konnte man auch relativ schnell für wenig Geld tunen. Ersatzteile geklaut wahrscheinlich. Und jetzt weiß ich nicht, wie das mit der Karre ist. Also auf Mittel lässt es sich auf jeden Fall angenehm, ich sag mal angenehm fahren. Also die Gegner sind eine Herausforderung. Das auf jeden Fall. Aber halt, es ist noch fair. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt gar keine Chance mehr. So, wunderbärchenhaft. Ich bin übrigens seitdem Need for Speed irgendwie mehr wieder ins Driften geraten, was jetzt bei Forza nicht ganz so super ist. Klar, bei Forza Horizon ist es jetzt nicht mega dramatisch, ja, da wird es mir nicht unbedingt den Hintern aufreißen, wenn ich ein bisschen mehr drifte, weil es gibt ja auch hier Driftrennen, das ist Offroad und so ganzen Grams. Da bist du sowieso mehr am Driften als alles andere. Gut, bleibe unter den ersten drei. Und außerdem kriegt man ja hier Fähigkeitspunkte und alles mögliche Erfahrungspunkte, wenn man auch driftet. Von daher, ich denke, das ist schon ganz in Ordnung. Allerdings ist man natürlich langsamer, wenn man driftet, als wenn man halt richtig mit Anbremsen und so um die Kurven fährt. Hier kann man übrigens nicht abkürzen. Am Anfang dachte ich, ich kürze hier einfach ab. Man muss diese Kontrollpunkte muss erwischen. Ich kann sonst so ziemlich überall langfahren, wo ich möchte, aber halt diese Kontrollpunkte muss ich erwischen. Also praktisch, wie man das schon von ganz, ganz früher von Midnight Club kennt. Ja, da war das ja auch so. Überall durftest du langhacken, Hauptsache du hast die Kontrollpunkte erwischt, in der richtigen Reihenfolge. Das wird hier auch gleich angemeckert, da meldet der Chip sich so, halt, dreh um, du musst deinen Kontrollpunkt noch erwischen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, wir sehen auf der Karte, niemand hinter uns und auch so. Das heißt, wir sind 1A wunderbärchenhaft gefahren und niemand hatte eine Chance gegen uns. Kann aber auch daran liegen, dass vielleicht niemand aus der Freundesliste hier von diesem Mr. Zocker so wirklich das hat. Denn man hat ja seine Freunde oder beziehungsweise deren Driver-Tare drin.
Zum Beispiel beim privaten Profil hatte ich meine ganzen Freunde in der Liste und das war echt heftig. Ich muss wirklich sagen, da ein besonderer Kollege, der hat mir das Leben echt zur Hölle gemacht. An dieser Stelle vielen Dank, Crazy German, dass du mich da so fertig gemacht hast. Dein Driver-Tar ist die Hölle, den zu schlagen. Aber ich habe es knapp geschafft. Das eine Battle war wirklich mega, mega knapp, aber es war geschafft. Wir müssen irgendwann mal richtig, glaube ich, gegeneinander fahren. Weil ich weiß nämlich, er guckt auch ab und zu mal zu, deshalb sage ich das gerade, ne? Fühl dich gegrüßt an der Stelle. So, genau, da kriegen wir schon wieder einen Erfolg. Ist das nicht wunderbärchenhaft? Genau, ein gelbes Armband. Ich hätte eigentlich gerne so ein pink leuchtendes, was nachts irgendwie so grellgrün leuchtet, wenn es möglich wäre. Ja, geht das? Tja, wir sehen Erfahrungspunkte. Man bekommt dann immer Erfahrungspunkte. Es gibt dabei aber auch das fahrerische Können. Also wenn wir zum Beispiel driften, wenn wir irgendwie knapp, wie zum Beispiel von Forza kennt man das ja, oder von Burnout, wenn man im Gegenverkehr fährt und knapp an den Autos vorbeischrammelt, gibt es dann mal Boost, hier gibt es Erfahrungspunkte. Und dann kann man sein fahrerisches Können aufwerten, indem man irgendwelche Perks praktisch freischaltet. Deswegen fühle ich mich jetzt so. Oh, netter Hintern. Hallo. Nacht, was? Ja, geht so. Es geht doch nichts über eine schöne Autotour mit Freunden. Also, wie wäre es, wenn wir mit den Autos ein bisschen die Küste runterfahren? Das ist kein Rennen. Zumindest nicht bis wir... Der hier vorne, das sind wir hier, ne? Der mit dem Rücken zu uns stand eben. Achtet lieber auf die Straße. Das kennt man übrigens aus der Präsentation von der E3. Das Reagan-Dings, ja. Eine gute Show zu liefern, macht genauso zufrieden wie ein Sieg. Ja, mit der Karre kannst du keine gute Show liefern, definitiv nicht. Schrecklich, ey. So, loslegen hier. Ja, genau. Meine Sommers. Churches. Von denen habe ich mir übrigens das Album geholt. Ich muss sagen, mega cool. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. So. Habt ihr? Wow. Ja, ich hacke einfach mal hier durch die Gegend, ist ja momentan sowieso egal, weil wir... Schnabbeldu, weil da... Schnabbeldiga, badunga, mana... Ja, ja, wenn ich ab und zu mal singe, so komisch, dann liegt es einfach daran, ich bin ein mega Minion-Fan und ich weiß gar nicht, bei welchem Video das war, wo die Minions dann auch so am Singen waren, so Karaoke-mäßig, total geil, ich stehe da voll drauf. Und das Lied dann noch dazu. Ja, da kann man schon mal einfach seinen Gelüsten freien Lauf lassen, hätte ich jetzt fast gesagt. Das hört sich jetzt aber ein bisschen komisch an, glaube ich. Einfach seinen Ticks. Letztendlich wollt ihr das ja auch, ne? Ihr wollt mich ja hier voll und ganz erleben. Übrigens, falls jetzt einer sagt, ja Mensch, hier, weil du vorhin gesagt hast. Oh, ja, genau. Das ist das mit den Perks. Ja, genau. Weil wir jetzt besonders toll gefahren sind, haben wir praktisch das erste Perk freigeschalten. Wir sehen, verdienen sie EP, indem sie Fähigkeitenketten landen. Die sie in der freien Fähigkeitenketten bedeutet einfach, wir machen hintereinander verschiedene richtig coole, krasse, fahrerische Könnensleistungsbeweise. Ja, und dazu zählt zum Beispiel auch den Zaun umfahren von irgendwelchen Bauernhöfen und sowas. Das zählt auch seltsamerweise. Ja, und dann dürfen wir hier auf dem so genau Bonus freischalten. Es gibt auch den einen. Bleibt der Bonus immer aktiv. Richtig. Kaufen haben Sie außerdem beim